scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Wundervoll. Herzlich willkommen zu den Impulse Tag X. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wir hoffen natürlich, Sie konnten ein paar wunderschöne Tage genießen zwischen dem Regen und vielleicht sogar auch mal Deutschland verlassen und irgendwohin flüchten, wo dann auch wirklich Wärme und Sonne war. Jetzt hoffen wir auf einen wunderbaren Herbst und wir starten heute mit dem Thema Mut kommt, wenn alle Stricke reißen. Immer wieder spannend und vor allen Dingen hier bei uns bei den Impulsetag X. Wir haben 6 verschiedene Impulsgeber und wir wissen untereinander nicht, was so der Inhalt ist. Und oft ist es so, dass die Impulse sich ergänzen und ineinander fließen. Und mein Name ist Martina Haller und seit diesem Jahr bin ich die Moderatorin hier bei den Impulsetag X und fühle mich da sehr geehrt. Denn Jean-Marie Bottequin, der gleich unser erster Sprecher ist, hat mich zu Ovidio Breton gebracht und zu den Impulsen Tag X. Und selbst gebe ich natürlich auch immer gerne meine Impulse. Und heute begleite ich Sie hier durch das Programm. Und Sie dürfen Ihre Fragen, wir dürfen auch gerne hier in einem wertschätzenden Du miteinander kommunizieren. Also du darfst auch gerne deine Fragen zu den einzelnen Impulsgebern in den Chat schreiben. Denn alle Experten werden im Nachhinein noch da sein und auch die Fragen beantworten. Merci beaucoup, Jean-Marie, wie wundervoll. Was ich mitnehme ist, höre auf dein Herz und wirklich, wirklich den Mut zu haben, der Weisheit des Herzens zu folgen und dem Schöpfer zu vertrauen. Danke für deine Impulse heute bei den Impulse Tag X zum Thema Mut kommt, wenn alle Stricke reißen. Dankeschön. Voll. Danke, liebe Gabi, für deine Ausführungen und wie wichtig die Kommunikation ist. Das merken wir ja an allen Ecken und Enden und welche Worte wir auch benutzen. Und dein Bild ist so schön. Mein Herz in deinen Händen, das habe ich mitgenommen. Und auch die 3 Fragen. Was brauchst du? Also ich habe meine Beziehung mit meiner Mama damit geheilt, in Heilung gebracht, das Liebeskonto wieder aufzufüllen, indem ich einfach immer wieder gefragt habe, Mama, was brauchst du gerade von mir? Also nehmt euch das mit, übt es und ihr werdet sehen, es können in diesen Beziehungen einfach Wunder geschehen. Vielen lieben Dank, Dave. Ich habe auch gleich schon eine Frage, die ich dir im Anschluss stelle und nochmal den Hinweis, für die Live-Zuschauer, die dabei sind, wenn ihr Fragen habt zu den Impulsgebern, notiert sie oder schreibt sie vielleicht auch schon in den Chat, denn wir sind anschließend noch für euch da. Und so wichtig, dass wir den Mut haben, mit der Seele zu sprechen und auch den Mut haben zu sagen, ich habe eine Seele, ich bin beseelt. Dieses Wort gibt es ja fast gar nicht mehr, ne? Ich bin beseelt. Und danke dir dafür, dass du uns mitgenommen hast in dein Reich. Und auch ich in meinen Seminaren, Transformation in Minuten, da begleite ich die Menschen eben von der Angst erstmal zur Schwelle, zum Mut. Und ein Zitat sage ich oft, wenn sich die körperlichen Beschwerden schon praktisch, die Themen schon im Körper manifestiert haben, wenn wir nicht mit unserer Seele sprechen, dann spricht irgendwann der Körper mit uns. Deine Impulse und auch deine Geschichte, wie du uns mitgenommen hast in das Tal der Tränen und natürlich auch wieder raus, ja, und dass wir eine Entscheidung treffen können. Wir können immer eine Entscheidung treffen. Wir haben die Wahl. Danke. Wir danken dir. Sehr gerne. Und unser nächster Impulsgeber ist der Viktor und der Viktor war auch schon einige Male hier bei uns. Er ist ein Trainer und Berater mit Herz und Verstand. Und wenn ihr auf YouTube später geht, wenn ihr einen Vortrag jetzt verpasst habt, dann könnt ihr sehen, das Herz hat sich jetzt durch alle Vorträge
war das Herz jetzt immer dabei. Danke, danke, lieber Viktor. Also du hast uns jetzt mitgegeben, das, was bei mir angekommen ist, zu üben, zu trainieren, also den Mutmuskel zu trainieren. Täglich den Mutmuskel trainieren. Und ich liebe die Sprache, die deutsche Sprache und Kommunikation und Wörter. Und du hast diesmal auch die anderen Wörter mit reingebracht, ja? Übermut, Schwermut, Sanftmut. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Und dass du auch immer mir die Gelegenheit gibst, dass ich auch meine Impulse gebe. Und ich habe so eine kleine Zusammenfassung für euch heute, denn ich liebe zum Beispiel hier die Bewusstseinsebenen von Dr. David Hawkins. Das ist jetzt hier so meine Zeichnung, die ich gemacht habe. Und jetzt rutsche ich mal ein Stück zur Seite. Dann kann ich euch die noch mal ein bisschen hier zeigen. Ihr seht, auf dieser Skala von 0 bis 1000, da ist da unten, da brauchen wir dann nicht von Mut reden, ja, das ist der physische Tod. Und diese Ebene, die 200 bei Mut, das ist heute unser Thema. Und wir fangen an mit Jean-Marie, der sehr viel auch diese Verbindung hat zum Schöpfer und auch heute gesprochen hat von Wut und Mut, dass es nur ein Buchstabe ist, den wir umdrehen. Und ihr seht jetzt da diese grüne Linie, die kann ich nochmal ein bisschen dicker machen. Alles, was da drunter ist, ja, da sind wir ohne Macht. Wir haben keine Macht. Wir sind kraftlos und machtlos. Und erst ab der Ebene von 200, dieser Dr. David Hawkins hat mit seinem Team eben diese Skala eingeteilt von 0 bis 1000. Und ab 200 beginnt auch erst die Veränderung, ne? Und Gabi hat gesprochen von den Good Vibes. Und das sind alles jetzt einfach hier die Ebenen des Bewusstseins oder Schwingungsebenen, Frequenzen. Und da sehen wir genau, dass wir gar nicht uns gute Schwingungen haben können, wenn wir da unten noch sind mit den Ängsten. Und ja, und da sind auch noch so ein paar Zahlen, da habe ich nichts reingeschrieben. Da sind wir dann bei Shirin im Tal der Tränen. Da ganz unten, nämlich bei 50, ist die Apathie. Und noch weiter ganz unten ist Schuld und Scham. Ja, und Shirin hat uns eben durch dieses Tal der Tränen mitgenommen. Und dann, wenn wir dann wieder angekommen sind, dass wir eine Entscheidung treffen konnten und dass wir den Mut haben, eben, es geht weiter. Ja, und du hast uns das so wunderbar gezeigt auf deiner Welle. Und Dave, schau mal hier, hier haben wir auch die Seele natürlich, ja. Und zwar ab 700, da beginnt die Glückseligkeit, ja, Glückseligkeit. Und von 7 bis 1000, das sind diese sogenannten Erleuchtungsstufen, Buddha, Jesus Christus. Und was waren das für Menschen? Ja, die waren natürlich mit ihrer Seele verbunden. Und wir können fast sagen, wenn wir unter 200 sind, dann haben wir keinen Zugang zu unserer Seele. Und erst wenn wir da unsere Ängste und das alles mal transformiert haben und vor allen Dingen hier im deutschsprachigen Raum auch unsere Schuldgefühle und Scham, dann kommen wir erstmal wieder auch in unsere Macht, in unsere Kraft, ja. Und Viktor, du hast gesagt, wir sollen unseren Mutmuskel trainieren, ja. Also wenn wir da unten mal ein bisschen aufgeräumt haben, dass wir nicht jedes Mal so wieder den Fahrstuhl runterkrachen, dass wir unseren Muskel wirklich trainieren, in der Akzeptanz, in der Neutralität. Und die ganzen Vorträge, die waren mit Liebe begleitet, mit dem Herz. Und ihr seht jetzt mal hier bei 500, da ist die Liebe. Und was ist damit gemeint? Die bedingungslose Liebe. Erst ganz weiter oben, da kommt dann Agape. Und Agape steht für die allumfassende Liebe. Alles zu lieben, was ist. Und Ovi, wir danken dir, dass du uns diese Themen immer vorgibst und das nächste Thema für nächste Woche, für nächsten Monat ist Optimismus. Da wird der Ovi uns gleich nochmal was, ein bisschen was dazu sagen. Und ich habe sogar, ach, ich habe noch eine Übung für euch, denn in der Ankündigung hat Ovi gesagt bei mir, ich bin mutig. Ja, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin mutig, aber es gibt eine praktische Übung. Wollt ihr noch eine praktische Übung? Gebt mir mal kurz einen Daumen hoch. Okay, die habe ich gelernt von meiner Yoga-Lehrerin. Und die geht so, dass wir im Gehirn natürlich
paar Schaltungen haben. Und wenn ihr jetzt einfach mal eure linke Hand nimmt und die rechte zur Faust macht. Und mit dem, ich bin mutig, gebe ich den Impuls hier rein, ich bin mutig. Und jetzt nehme ich den zweiten Satz, ich bin glücklich. So, und das, nachher geht es schneller. Ich bin erfolgreich. Ich bin beseelt. Ich bin, was bin ich? Ich bin gesund. Genau. Also ihr könnt euch einfach sexy. Mit diesem, ich bin, ja, ich bin sexy. Ich bin fröhlich. Ja, und so weiter. Also ihr könnt wirklich mit diesem, dann wenn ihr das ein paar Mal macht oder jeden Tag einmal macht, wie so eine Routine, Morgenroutine, dann ist man hier auch mit gleich sogar wach und fit, ja. Und ich danke euch, dass ihr die Übung mitgemacht habt. Und dann habt ihr noch eine Übung bekommen von Ovi. Nipselt, ne? Nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Das sind alles so kleine Reminder, wenn wir uns das irgendwo mit so einem Post-it hinpappen, so kommen wir nach und nach weiter und kriegen immer auch im Unterbewusstsein natürlich die Impulse und nicht nur am Tag X, sondern wenn wir es irgendwo hinposten, dann jeden Tag die ganze Woche.